Hallo Max. Hallo. Vom Dorf ab in die Großstadt mit Max, Chris und Carina. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Kölle Colonia. Bei Max und Chris. Hi, ich bin Max und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Freunde. Heute, wir sind gestern Nacht angereist, um, keine Ahnung, 3.30 Uhr waren wir, glaube ich, hier. Und heute ist der Tag, wo ich Chris und Carinas Wohnung zum ersten Mal sehe. Die sind schon weg, die haben jetzt gerade Schlüsselübergabe gemacht. Ich packe jetzt hier noch ein paar Sachen zusammen und dann fahre ich rüber, dann laden wir ein und ich sehe die Wohnung zum ersten Mal. Jetzt no joke, ich habe echt noch nicht mal Bilder gesehen, wirklich, weil die Anzeige dann down geschaltet wurde, nachdem sie die bekommen haben, die Wohnung. Ja, und jetzt bin ich einfach mega, mega gespannt, mega hyped. Ich muss jetzt den Sprinter nehmen und dann losdüsen, ne? Hallo, Max. Hallo. Wo bin ich nur gelandet? Wir haben alle Türen zugemacht. Sieht ja falsch aus hier. Du darfst jetzt in jeden Raum einmal reingucken. Hey, oh, ich hab schöne Türen, oder? Ja, wir haben alle Türen zu einmal gemacht. Das ist Abstellraum. Ja. Ah, dann guck da erst rein, das ist das Spannendste. Das ist der Spannendste. Ja. Okay, bist du bereit? Wow, Alter. Krass, oder? Okay, ganz, das ist einmal L aufgebaut so quasi? Ja. Das ist die Küche. Steckdosen. 17 an der Zahl. In der Küche? Ja. Ja, ja, jeder braucht so viele Steckdosen in der Küche, haben wir schon gesagt. Ach du Kacke. Krass, oder? Okay. Hey. Heftig. Wie sauber, Alter. Voll geil. Krach, bei mir natürlich auch so schön. Auch so schön sauber überall. Hey. Das ist jetzt Wohnzimmer, oder? Was ist das Highlight-Zimmer denn? Das, also für mich ist das Highlight-Zimmer. Das Bad. Ja. Geil, Alter. Dieser XXX. Ey. Raus mit dir. Ah, okay, Entschuldigung. Hui. Ei. Ja. Ei. Ich hab ja auch überall Lampen. Ich hab nicht überall Lampen. Ja. Und Max, du glaubst gar nicht, die funktionieren auch alle. Ach, echt? Ja, also in der Tat, die funktionieren alle komplett. Das ist ja krass. Geiles Ding. Und da richtig schön sauber. Komplett gestrichen. Danke, das ist bei mir nicht super. Wirklich, danke, danke, danke an diese Stelle. Ah, mir fällt gerade was auf. Oh ja. Was ist da los? Oh, die Tapete geht runter. Da muss man flicken. Da muss man, oh. Oh. Ja, ich habe jetzt natürlich einfach nur wow gemacht, ne, Leute, aber wenn ihr die komplette Roomtour sehen wollt, dann schaut doch einfach bei Carinas Kanal vorbei. Ist gar kein Problem an dieser Stelle. Und jetzt einladen, ausladen. Einladen, ausladen, reinholen. Also, ich wollte Staubsauger, weil das ist überall so Staub. So Späne. Ja. So Späne vom Boden. Ja. Dann holen wir jetzt ganz schnell den Staubsauger. Und... Juhu, Leute, unsere Wohnung nimmt so langsam auch Fahrt auf. Wir haben schon unseren Esstisch, unser wichtigstes Gerät natürlich, denn was machen wir außer schlafen? Essen. Und das, was ihr euch schon denken könnt, wofür wir natürlich auch heute Abend noch unsere Couch brauchen. Couch Potatoes, ne? Essen. Ganz gut vorhanden, würde ich eigentlich. Hä, hey, der Sprinter ist komplett leer, Leute. Also der Sprinter ist leer. Wir müssen jetzt nachher noch in meine Wohnung noch mal kurz fahren, die Sachen da ausräumen, was ist halt jetzt noch mal ja. So hauptsächlich viel Bürokram und ein bisschen Putzzeug und sowas, aber für hier... Das Bett, was wir bei dir haben, noch hierher bringen. Stimmt, das müssen wir ja noch hierher bringen. Ja. Was auf jeden Fall nice ist, dass wir hier halt einfach nicht im fünften Stock sind, wie bei Max. Wir haben jetzt echt erstaunlich schnell das alles hier hochgeräumt. Ich bin echt richtig überrascht. Aber es ist wirklich so, der Weg einfach nach oben, der dauert halt so lange, vor allem wenn du ihn auch immer hoch und wieder runter, hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Aber können wir jetzt eigentlich essen gehen? Ja. Ah nein, ich wollte noch kurz was zeigen. Max hat dieses Jahr einen neuen Trend erschaffen. Er ist Trendsetter 2018. Was, warum haben Sie das in Ihrer Hose? Weil ich so hoch gestiegen bin und dann ist halt gerissen, so richtig. Leute, wir haben es geschafft. Endlich! Was hast du dir hier nur für eine Wohnung rausgesucht? Alter, das ist der größte, also was das betrifft, der größte Rotz. Wir haben es echt geschafft, das war die letzte Fuhre. Ja. Alter. Hier im Flur steht jetzt schon alles voll. Carina to the Bina ist wieder fett am... Hast du... am Schneiden. Wir haben jetzt hier das ganze... Max, fuck. Weißt du, was auf uns zukommt? Alter, abbauen. Mann, wollt ihr jetzt wirklich schon gehen? Ja. Ja, Max,
Zeit mit dir war schöner. Es ist an der Zeit. Ach komm, so eine Nacht noch. Komm, so eine Nacht. Ich habe das Sofa aufgebaut. Kannst du gerade zu uns kommen? Du kannst bei uns auf der Couch. Alter, das wäre doch was. Toll, da habe ich eine eigene Bude und penne hier nicht. Schlaf doch bei uns auf der Couch. Ja, super. Komm, Max, du testest die erste Couch. Ja, klar. Das ist ja doch geil. Ja. Ja, sag niemals nie, am Ende liegst du. Aber es geht echt gut mit dem Spiel. Geht übel gut. Ohne Witz, Freunde, wenn ihr irgendwo mal... Hey, warum überhaupt streichen? Einfach immer ein bisschen... Ja, ja, klar. Wenn ihr irgendwo Flecken flicken wollt mal, wie heißt dieses Teil? Keine Ahnung. SOS irgendwas. SOS. Infall. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice, aber nein. Du musst echt nicht mehr streichen, gibt's mal? Nee. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Sieht 1A aus. Carina, was machen wir jetzt eigentlich? Ikea. Also Max will ja unbedingt in seiner Wohnung so ein Kuhfell haben. Seine Freundin gewährleistet ihm das aber bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht ja schon. Aber wie, warte mal, ist das eigentlich ein richtiges Kuhfell? Guck mal, ich find's voll crazy, da ist eine fucking Nummer drauf. Hä? Alter. Sieht aus wie so gebrandmarkt. Aber will ich das denn wirklich, wenn das eine echte Kuh wäre? Ich dachte, das ist ja Kunstfell. Ist das eine echte Kuh? Ich weiß, ob das eine echte Kuh ist. Auf jeden Fall, Leute, müssen wir jetzt ganz schnell machen, weil... Oh mein Gott, in 10 Minuten schließt der Laden. Wir müssen auch unsere Pakete suchen. Kennt ihr das, wenn ihr durch ein Ikea läuft und ihr immer so das zweite Rad im Wagen seid, so hopps. Aber Chris und Carina sollen es natürlich auch schön haben, Leute. Deswegen trotte ich gern hinterher. Wir sitzen jetzt hier schon wieder, es ist schon wieder Abend, es ist schon wieder nach 10. Und wir müssen uns direkt mal bei unserem treuen Lieferanten hier um die Ecke einschleifen und tun deswegen wieder bestellen. Ja, wir haben immer noch keine Teller, ne? Wir sind gerade am überlegen. Ja, hier steht sogar noch das Essen von heute Mittag. Plastikbesteck schon geschnurrt. Wir müssen auf jeden Fall rüber abholen, weil wir haben uns gerade eigentlich überlegt, ob wir es uns liefern lassen sollen, die kurze Strecke. Aber machen wir nicht, weil wir brauchen wieder Plastikbesteck. Ja, und dann holen wir uns das Essen, machen ein kleines, wie heißt diese Quatsch? Mukbang, Alter. Mukbang, Essen und Lava. Auf jeden Fall haben wir Gardinen angebracht, das könnt ihr bei Carina sehen. Bombermäßig. Ja, ist richtig schön aus. Echt schön geworden. Es fehlt nur noch ein Bett und dann könnt ihr schlafen. Und ja, dann. Es war. Wir waren das der letzte gemeinsame schön. Nacht für immer. Ja, okay, Max, nicht für immer, aber wahrscheinlich für eine lange Zeit. Ja, Max, du wirst halt alleine zum ersten Mal in deiner Wohnung schlafen. Krass, oder? Ich hab echt Angst. So ein bisschen. Ich glaub's dir. Ja. Du wirst es noch nicht wahrhaben. Nee, ich hab vor allem kein Licht. Voll komisch. Stimmt auch falsch. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen. Nee, ich weiß. Aua. Wir haben vergessen, Besteck mitzunehmen. Ja, blöd gelaufen, gell? Das passiert der Beste mal. Jetzt wollen wir mal einen Löffel. Leute, ich habe mich heute fett geschnitten. Du armes Ding. Ganz arg schlimm gewesen. Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Einmal habe ich geblutet. Ich bin, Scheiße. Ich bin fast gestorben. Hast du dich in dein Fett geschnitten oder Fett geschnitten? Nein, ich habe mich in mein Fett geschnitten. Alter, und ich muss zum Friseur. Also, falls ihr einen guten Friseur kennt in Köln, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bräuchte unbedingt auch einen Friseur. Und ja, Carina auch. Wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, Leute. Da ist schon mal was drin, Alter. Da ist ja voll viel drin. Ja, das war jetzt gerade schon ein Gruß aus der Küche, glaube ich. Wir haben gerade einfach mal wieder was dazugekommen, was wir nicht bestellt haben. Ich habe es einfach dazugeschmissen. Ich verstehe, warum wir das dabei haben. Hm? Wie dumm. Hm. Hast du auch bestellt? Nee, bestimmt zum Salat gibt es. Ah, ja, wird mit Pizzabrötchen. Ja. Ah. Wir sind jetzt hier in Köln. Wir leben hier. Krass. Oh, das heißt leben. Gerade vor sich hin. Wir vegetieren. Stressen, wir machen Fotosynthese. Wir stressen, wir vegetieren. Wir waren vorhin im Ikea und hatten einfach kurzzeitig die schlechteste Laune. Die es gibt. Nein, stimmt gar nicht, beim Gardinen machen. Also, Gardinen. Alles nur wegen Max. Ja, alles super. Komm, wir zeigen jetzt mal auf drei auf die Person, wo wir denken, die Schritt gerade ist. 3, 2. Nein! 3, 2, 1. Ja. Also, Möbel aufbauen, Möbel, irgendeine Scheiße, handwerklich, bla bla. Ich einfach packe. Schmeckt so geil, ne? Super. Hm. Was heißt, es ist Kaffee, aber ohne Witz, da schreiben wir manchmal mal reingeschrieben, findet ihr es nicht schade, dass ihr handwerklich nichts könnt, so nach dem Motto? Ich so, Bruder, also eigentlich lernen wir halt einfach dazu. Ich finde es nicht schade. Nee, aber man lernt ja halt einfach dazu. Vor allem, dass ja das unter Video steht, wo es darum geht, dass man, keine Ahnung, nicht wusste, wie man einen Herd einbaut oder wie man... Einbaut. Eine fucking Herdplatte. Ja. Oder wie man, keine Ahnung, was. Also einen Nagel kann ich schon noch in die Wand schlagen. Ja, und wir können auch, wenn es... Ich kann auch streichen. Ja, ist ja auch Hähnchen drin. Aber, ja, ist überall Hähnchen drin. Hier haben wir wieder kaltes Hähnchen, das ist cool. Deswegen, keine Ahnung, also ich glaube, es ist ganz normal, dass man halt... Also, verrückter Laden. So das erste Mal so wirklich alleine, also
auf sich gestellt ist. Ja. Hm? Dass man dann halt. Also keine Ahnung, wo es euch glaubt, dass wie man den Herd dann anschließt. Also. Sorry, dass bei euch euer Papa dabei war. Nee, also wirklich, also ich finde das einfach. Das ist halt einfach ziemlich aufregend und wir lernen halt einfach Vollgas dazu, egal was man macht. Beim nächsten Mal weiß man es besser. Ja, beim nächsten Mal weiß man es besser. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wie ich ein Loch stopfe. Ich weiß, wie. Ja, warum ich schon wieder diese Bilder im Blick. Du weißt ja jetzt halt auch. Ich weiß, wie ich streichen müsste, theoretisch. Kannst aber immer. Kannst nicht, weil ich keine Kranbahn fahren kann, aber. Aber deswegen haben wir ja unseren SOS Fahrreiniger. Fahrfix. Trotz, ja. Heute ist der erste Tag, nachdem ich, wo ich jetzt wieder alleine bin. Ja, so traurig. Max scheißt sich heute Nacht so in die Hose. Ach, tut jetzt so cool rum. Alter. Ich werde ein Video aufnehmen, Leute. Heute Nacht hören wir, aber er hat einen Ersatzschuss von uns. Heute Nacht sind wir schon irgendwann so. Ja, klar. Natürlich. Und wir sind in unserer ersten Nacht so voll Horror. Also. Auf jeden Fall, der Chris ist heute dann noch Fernseher angeschlossen, haben wir Gardinen aufgehängt, jetzt kommt noch das Bett und dann fahre ich nach Hause. Und wir haben ja da hier einen Scheiß reingetragen. Und Gott sei Dank kein Marathon wie bei mir, sondern einfach nur ganz normal. Boah, es ist einfach. Wir hatten ja dann vorhin alles so hier eingeräumt, wirklich den kompletten Sprinter voll gehabt. Nein. Den Iveco! Iveco? Nein, das ist kein Sprinter, das ist ein Iveco! Sorry, Leute, ja. Also, ein Sprinter ist einfach zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier einen kompletten Sprinter bei uns in die Wohnung geladen. Und dann sind wir zu Max gefahren mit so, vielleicht so. Na, Sechstel? Siebtel? Achtel? Sachen von dem Ganzen, was im Sprinter so. Ja, ja. Und hat ungefähr fast halb so lang gedauert. Ja, echt so. Kam mir so lang vor. Ja, und ohne Witz hier, ach, Sofa haben wir auch aufgebaut. Und hier in dieser Wohnung, also ist echt, also wir haben ja seit 1. November, also knapp 2 Wochen, die andere Wohnung. Ja, und hier steht auf jeden Fall viel mehr drin und es sieht auch ein bisschen besser aus schon als bei. Naja, zwei Wochen. Unsere Küche sieht. Unsere Küche ist halt leer. Ja, die ist halt Baba-Baba-mäßig. Leer? Ja, leer. Da steht nichts drin. Kartoffeln. In unserer Küche. Ja, das stapelt sich halt Kartoffeln. Ja. Also, falls ihr spenden wollt für eine Küche, hier steht nicht eingeladen. Crowdfounding. Ach, das hat aber echt einer geschrieben. Ich fand das mega krass. Also im Prinzip gibt es das nicht. Aber es gibt ja dieses neue Mitglied-Feature bei Carina und bei uns. Auch wenn wir die Vorteile gerade nicht so ganz einhalten können, weil wir einfach mega im Stress sind und das alles mega krass ist. Aber ihr würdet uns halt, klar, kostet das was, damit einfach mega unterstützen. Leute, auf uns sind es gerade, kommen so viele Kosten zu. Miete, Küche, Streichen, Einrichtung, bla bla. Wir Steuernachzahlung vom letzten Jahr. Also falls ihr uns wirklich unterstützen möchtet, supporten wollt. Findest du, wir sind im Stress? Nee, gar nicht. Findest du eigentlich, dass du in 2 Tagen so 5-6 Stunden Schlaf ist normal? Nee, ist super schön. Ich finde es auch gerade schon wieder absolut geil. Ich habe doch Sleepfit gekauft. Ah, Sleepfit. Wie das heißt. Smart Sleep, ja. War gut. Hat jemand von euch das schon mal getestet? Schreibt es mal. Das war ein Scherz. Deswegen 3 Stunden Schlaf. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob es jemand schon mal getestet hat. Auf jeden Fall, es ist völlig normal. Wir haben jetzt wieder 10:30 und wir versuchen hier irgendwie Abend zu essen. Ja. Sind gestern Nacht. Es ist echt schon 10:30. Ach Gott. Sind gestern Nacht. Wann sind wir bei dir in der Wohnung gestern Nacht angekommen? Um 3:30 Uhr. Nein, ungefähr. Um 4. Nein, um 30 war ich zuerst mal oben. Also ich habe 36 eine Story gemacht, also 3:36 Uhr. Und 3:10 waren wir. Das kurz abzuschließen. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann werdet einfach Mitglied. Das ist der einfachste Weg. Ihr müsst uns nicht spenden oder sonst irgendwas. Davon kriegen wir einen Anteil vom Mitglied. Ey, was denn? Das ist doch wirklich wahr. Wenn, ja, also wenn die Mitgliedfunktion nicht für sowas hilft, wenn unsere Umzugspläne ist das. Also wir geben euch hier unser Leben quasi, weil wir schneiden noch jeden Tag ein Video, wir drehen hier nebenher alles noch und ziehen um. Das hat noch keine andere, glaube ich, gemacht so wirklich. Und deswegen, falls ihr uns unterstützen möchtet, Mitglied ist freiwillig, ihr müsst das nicht, aber das würde uns gerade in der jetzigen Situation sehr, sehr helfen. Feiert das eigentlich jemand, wenn man isst, so beim Essen zu? Weiß ich nicht, feiert ihr das, wenn man beim Essen zuguckt? Ich habe keine Ahnung, Mukbang heißt das doch, oder? Mhm. Skepten war mal voll der Trend. Aber es haben auch so voll viele, die so richtig eklig gewesen. Ja, so richtig fettig und richtig viel. Sollen wir mal probieren? Was? Mm-mm. So zu essen? Mm-mm. Was? So richtig fettig und richtig viel. Nein, es ging ja um die Speise. Nee, die haben dann halt immer so riesen Hummer und so gehabt oder so richtig komische Kuscheltiere. Ach, dann machst du. Ja. Ah. Und dann, oder was so. Boah. Mm, das ist eigentlich wie dieses ASMR. Oder die so eine riesige Schüssel voller. Von der Nudel, wo die dann so. Ja, so reinschlabulieren halt einfach. Ja, ist richtig krank. Ich hab's natürlich nur für dich aufgenommen. Dachte ich mir. Kein Problem. Ah, jetzt weiß ich was.
Ich habe mich ja gerade gefragt, ob es jemand Spaß macht, beim Essen zuzuschauen, aber ich denke wahrscheinlich schon, weil Carina und ich zum Beispiel haben uns letztens so auch so gefragt, so, hey, what the fuck? Und wir haben uns einfach 15 Minuten lang ein Video angeschaut, wie eine Frau aufräumt. Ja. Wir haben das so angeschaut, Alter, hey, was ist das? Also mir wurde das alles so voll krass, ja? Ja, aber das war gesagt, es kennt ihr 100% auch zwischen. Ja. In Amerika ist es voll krank. Millionen Aufrufe. Video House in One Hour, ja, oder so, oder? Nein! Keine Ahnung, ich putze in meinen. Einfach praktisch, sie räumt auf, ja. Winterputz, Frühlingsputz. Also wirklich so sah es an, oder? Ich putze meine komplette Wohnung. Ja. Also wirklich sowas, oder ich sortiere aus und irgendwie so. Warum schaut man das an? Wir wussten es auch nicht, wir haben es danach auch angekündigt. Haben auch mal cool. Ich weiß nicht warum, aber es war nicht irgendwie langweilig oder so. Ihr hättet schon nochmal angucken können. Echt? Du guckst so, da läuft so Musik. Und irgendwann sagt die einfach in dem Video, also die bespricht es immer. Irgendwann sagt die einfach so, ja, ich rede jetzt nicht mehr weiter rum, ich habe euch 3 coole Songs rausgesucht. Und dann ist es einfach nur noch sie mit einem iPhone aufgenommen. Ja. Wahrscheinlich mit dieser Timelapse-App, wie auch immer dieses Ding heißt. Yes? Eclipse oder so, ja. Ja. Einfach aufgenommen, auf 11 runtergehauen und alles in ein Video reingepackt mit einem Song, 3 Songs drunter. Und du guckst es dir an und denkst dir einfach so. Und danach guckst du dich aber auch wieder so an, wenn ich scherz. Hey, what the fuck? Ja, warum war das jetzt so cool, aber irgendwie war es cool. Auf jeden Fall ist hier alles sehr chaotisch, sehr stressig, Leute. Und ja, wir versuchen das irgendwie alles zu... Ich bin stolz davon, dass wir noch nie unsere Köpfe eingeschlagen haben gegenseitig. Ja, war schon knapp. Heute war schon richtig deftige Luft. Ja, vor allem, wenn wir meine Fanta mal weg und spielen wir meine Fanta hin. Ich fahre jetzt ja gleich nach Hause. Alleine. Und ich und Carina sind hier. Alleine. Zusammen alleine. Ja. Boah, ich muss aufhören zu essen. Ey. Warum? Ich bin schon wieder so voll. Leute, ich mache jetzt auf den Weg. Ganz allein. Auf weite Flur. Auf weite Flur. Tschüss. Leute. Tschüss. Ich bin jetzt echt allein, ne? Das ist schon crazy. Ganz allein in Köln, Alter. Das erste Mal allein. Schreib uns. Ich freue mich schon auf alles, was passieren wird. Ich mich nicht, das wird jetzt noch mega anstrengend. Seht ihr im nächsten Video, Freunde. Jetzt ganz alleine.